Willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Aufnahme von The Mighty Quest of Epic Loot. Und wir spielen natürlich unsere liebe Bardin, oder eher gesagt unser Runaway. Und haben natürlich auch unser Evil Chicken Fridolin, haben wir auch mit dabei. Und ja, wir werden jetzt hier auf jeden Fall die Weltherrschaft an uns reißen und jede Menge Burgen zerstören. Wir sind gerade eben an einer Level 2 Burg stehen geblieben, muss ich gerade erstmal hier suchen. Da oben ist unser Hauptziel, da sollten wir hin. Genau, Saustalligen war das letzte, wo wir drinnen waren. Und es geht jetzt an die Level 3 Ebenen hier rein. Von dem her, ich fange jetzt einfach mal hier an, so ganz stumpf, nach Gigantentakel. Und dort werden wir dann jetzt hier erstmal einreißen tun und töten machen. Und natürlich, viel wichtiger ist, unserem neuen... Genau, unseren neuen Skill wollen wir natürlich auch gleich einweihen. So. Und das werden wir nämlich hier jetzt erstmal machen. Ja, cool. Der ist geil. Und was ich auch herausgefunden habe, ist, man hat doch einen Mana-Balken, der befindet sich links unten. Oder eher gesagt, das ist dieses blaue Teil. Und da hatte ich irgendwie, naja, in den vorigen Let's Plays eine kleine Fehlaussage gemacht. Im Übrigen sollte das vielleicht doch so ein bisschen missverständlich gewesen sein, weil es zu laut war in der Hintergrundmusik und ich vielleicht zu leise. Dann tut es mir leid. Das ist mir nämlich vorhin einmal aufgefallen, nachdem ich gedacht habe, so, jetzt guckst du mir den Scheiß einfach mal an, kurz, was du da fabriziert hast. Und dann dachte ich mir, oh fuck. Weil man versteht so gut wie gar nichts. Tut mir leid, ich hoffe, es ist mit dieser Aufnahme auf jeden Fall ein bisschen besser. Von dem her, aber naja. Man kann ja nicht alles haben, es kann nie perfekt laufen. Nicht wirklich zumindest. Komm her, Freunde der Nacht. Rums. Oh, Kupferring. Schön. Ah, aua. Haha. Ja, die Viecher können auch die Fallen auslösen, so gesehen. Also zumindest ist diese... Oh! Eine Magierrobe, sehr toll, die ich niemals gebrauchen werden kann. Das heißt, wir nehmen halt vielleicht ja später oder sowas. Ist aber neu, dass die Monster auch durch die Fallen... Schaden kriegen. Ich glaube, das ist neu. Das war vorher noch nicht. Jetzt ziehen wir mal hier alles aggro, die ganze Ebene. So ungefähr. Und dann kommt mal her. Wumms. Krumms. Aber den großen zuerst hier. Okay, nehmen wir dich da. Sehr schön. Mach hoch die Tür! Die Tor mach weit! Es kommt die Frau, die in die Eier haut. Genau! Naja, ist ja gut. Kannst du später abfeiern. Ja. Jetzt nämlich. Damit haben wir auf jeden Fall ziemlich viel Kohle gemacht. Und auch ein bisschen XP. Und ja, unsere Dame freut sich darüber. Finden wir schön. Fridolin wackelt vor Freude auch. Ist alles wunderbar. Und nachdem wir jetzt hier dieses Ding ja auf jeden Fall glorreich ausgerottet haben, würde ich sagen, gehen wir auch gleich in den nächsten Bereich rein. Hier vorne ist genau, da waren wir gerade eben. Jetzt geht's in die zum Puppenmeister. Was haben wir denn da Schönes? Naja, in den Truhen ist nicht so dermaßen viel drin, aber egal, wir brauchen die Kohle. Wir müssen natürlich jetzt hier aufrüsten, Ton machen ohne Ende und hier sieht es etwas düster aus. Hallöchen! Und Patsch! Bumerangs sind cool. Hatte ich das schon mal erwähnt? Und ich habe ein Level-Up. Oh. Dann kommt mal her! Ja, und... Bautz!
Fuck yeah! Fresst meine Axt! Oder was es auch immer sein soll. Meine große Gitarre, Axtgitarre, irgendwie so. Nur eins, zwei und kaputt. Also jetzt im Moment läuft es auf jeden Fall noch sehr gut. Mal gucken, was gleich passiert. Oh, oh! So viele schöne Leute hier. Oh, Klamotten. Ich glaube, nach dieser Runde sollte ich einmal mal wirklich ins Inventar reinschauen. Da ist jetzt einiges drin. Oh, nee, falsche Richtung. Ups, hat trotzdem funktioniert. Von dem her, egal. Pieks. Auch. So. Spinne, Tentakel, komm, ich will auch eh kein Schwein. Na, ist das Ende hier? Ja, hier ist das Ende. Die Totenbeschwörer. Wie geht's? Eins weg, der ist weg. Nummer eins und Nummer zwei und klatsch, 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 klatsch. Fuck yeah! Sollte ich nicht mal richtig spielen? Fuck yeah! Genau so, das wollte ich nämlich haben. Ja, ja, nicht nochmal. Wir nehmen jetzt einfach direkt ein anderes. Und zwar, wie bewerten wir das Ding? Das war eigentlich ganz cool. Wir haben, genau, Moment, wir können uns neu ausrüsten. Was das? Kopfnuss? Level 4 Außerreißerinnerin. Oh, scheiße. Lässt sich bis zu dreimal hintereinander einsetzen. Damit pirschst du vorwärts, prischst du vorwärts und gibst Gegnern einen Kopfnuss. Das tut dir zwar weh, denen aber noch mehr. Füge dir Schaden in Höhe von 10% deiner derzeitigen Gesundheit zu und die Gegner 52 physisch plus 6% deiner maximalen Gesundheit. Aua. Das heißt, das Ding, so gesehen, je weniger man Leben hat, je weniger an Leben man hat, umso böser wird die Kopfnuss. Das ist ja cool. Auf jeden Fall reinnehmen, sofort. Und das Inventar öffnen tun machen. Oh weia. Da heißt es dann jetzt erstmal ein wenig aufräumen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier... Oh! Eine neue Rüstung haben wir hier. Dann haben wir hier... Nein. Hier haben wir nochmal... So, noch ein bisschen Rüstung. Das ist eine Magierrobe. Ich habe aber keinen Magier, also... Also noch nicht. Weg damit und aufheben möchte ich nicht. Plus 6 physisch Rüstung. Dann nehmen wir erstmal. Dann haben wir hier... Nö. 6 physisch Rüstung. Plus ein extra Gold. Ach komm, scheiß drauf, weg damit. Wir bräuchten aber jetzt irgendwie mal... Wie viel Geld haben wir denn? Immer noch nicht genug für die neue Waffe. Ich wollte eigentlich eine neue Waffe haben. Fuck. Was sagt denn hier? 10 Mana und 3 Schaden pro Sekunde. Und hier gibt es 20 Gesundheit. Okay, da geht aber die Rüstung schon runter. Das brauchen wir nicht. Das Kopfteil haben wir momentan drauf. Da geht die physische Rüstung um einen runter, aber 16 magische Rüstung. Das ist eigentlich ein guter Tausch. Und 42 Gesundheit kriegen wir noch. Und was haben wir hier? Ah ja. Ein Dingenskirchen haben wir bisher ja noch gar nicht. So ein Umhang. Den müssen wir dann auf jeden Fall auch noch holen. 42 Gesundheit, 18 magische Rüstung. Abwehrchance haben wir dadurch. Was gibt es denn eigentlich hier noch? Schmuck. Plus 5 Mana. Nee, was haben wir hier als Kette? Mana und magische Rüstung und plus 3% bessere Qualität. Das hört sich doch eigentlich nicht schlecht an. Los, komm. Nehmen wir den einfach mal rein. Wohin kommt der?
Da oben? Nee, wohin wird der angezogen? Moment. Doch. Wieso kann ich ihn da nicht reintun? Hä? Und ich habe meinen zweiten Ring verkauft. Scheiße, zurückkaufen. Ring, Ring. Ring. Da, Kupferring. Und der geht dann... Was? Der geht da nicht hin? Warum nicht? Sind noch hier zwei Slots für Ringe oder vertue ich mich da? Na also, es geht doch. So, jetzt habe ich zwei Ringe drin. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch der Umhang und dann halt hier unten diese komische Maske. Das ist aber allerdings nur für Skins und von dem her, das brauche ich jetzt im Moment noch nicht. Ja. Töten machen tun. Genau. Wir wollten eine Ebene weiter. Nee, da noch nicht. Ebene 4. Da haben wir noch einen Dreier. Um uns sehen jetzt hier noch einen Auggiganten. Hört sich so an, als wenn er jetzt gleich Zyklopen auftauchen oder irgendwie sowas. Wird Zeit, ein paar Kopflüsse zu verteilen. Oh. Kopfnuss ist schön. Und patsch! Fix, fix! Fuck yeah! Die gotische Sense liegt da hinten, die will ich natürlich haben. Flupp, kann man das Geld einsacken? Als ausradieren. Ich glaube, es wird wirklich Zeit für irgendwie eine neue Waffe, weil irgendwie man merkt es, die halten jetzt alle zunehmend mehr aus. Dann kommt mal her. Ah, Juckeru! Und das war schon? Nee, ne? Nee, doch noch nicht. Da haben wir noch was. Ach komm, ziehen wir sie zusammen. Patsch. Bang. So. Oh. Oh. Nummer 1. Nummer 2. Au. Okay, also die Sicheln machen Schaden. Die machen sogar richtig gut Schaden. Fuck yeah! So, damit haben wir das Level dann auch abgeschlossen. Und wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Die Kapuze brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh. 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 Was ist das? Das ist aber... Weiher. Was zum Henker? Zum Ficken? Das ist eine ziemlich große Sense jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon die neue haben will hier. Also jetzt die hier. Weil, okay, die macht immer noch mehr Schaden auf jeden Fall. Und, aber kann ich mir eh nicht leisten. Von dem her, scheiß drauf. Wir gehen jetzt... wir haben jetzt hier noch einen, haben wir noch... Doch ja. Einen haben wir noch. Den Hühnerpalast. Los geht das. Ich bin mal gespannt. Hühnerpalast wird natürlich schon seinen Grund haben, warum der so heißt. Das heißt, wahrscheinlich werden wir es jetzt hier mit sehr vielen Hühnchen zu tun kriegen. Und? Patsch. Aber ansonsten ist es hier ja noch... Noch ist es ruhig.
bin ja auch noch am Anfang hier. Patsch. Na kommt mal her. Klön. Oh ja, ganz viele. Kommt mal her. Hühnchen. Ach yeah. So geht das. Oh, noch mal Hühner. Ich ziehe jetzt hier erstmal den halben Dungeon erstmal aggro. Einfach so. Dann renne ich noch mal ein bisschen zurück. Na los, na komm. Schön mitkommen. Ja, ja, genau so. Alles gut. Wumms. Hühnchenfrikassee. Der alte Onkel von KFC wäre bestimmt tierisch stolz auf mich. Der wird mich direkt als für seine Hühnerfarm da halt bestimmt direkt holen. Ja, scheiße, ich bin... ich bin eingeschmiert. So, herkommen. Juckuru! Das war cool. Aber Kohle hat es nicht. Kohle hat es leider nicht so dermaßen viel gegeben, aber trotzdem. So. Einfach nur, weil es so schön war zum Schlachten. Eine schöne Bewertung reinhauen. Oh. Plus 10 physische Rüstung. Auf jeden Fall. Oh, 4 Schaden. Dann haben wir hier plus 4 Schaden nochmal extra und Rückstoß. Okay. Gehe ich jetzt erstmal ein bisschen auf Schaden. Plus 10 magische Rüstung. Kann der raus und der bringt gar nichts. Kapuze bringt 5 physische. Dafür geht aber etwas Gesundheit flöten. Aber ich denke mal im Moment... ja. Weg damit. Brauchen wir jetzt aber immer noch, ja, plus 1 Schaden pro Sekunde, jetzt kann ich mir das Schwert auch schenken. Oder er gesagt halt, das Ding, das ist jetzt hinfällig. Wir bräuchten auf jeden Fall dann noch einen Umhang. Den bräuchten wir und jetzt haben wir noch 200, damit können wir leider nichts mehr machen. Außer uns Graf Snootingham stellen. Freigeschaltet, modebewusst. Statte deinen Helden auch so aus, dass keine Ahnung ist zu schnell weg gewesen. Das Ding ist auch schwer. Hui. Ja dann, machen wir mal.